Green Pets Person. Der die erste würde herkommen. Und hier werden Identität festgestellt. Der erste herkommt. Auf welcher Grundlage wird das festgestellt? Auf der ASOG Berlin. Weil wir sitzen ja nur im Bus. Ja, richtig. Und? Ist es verboten, im Bus zu sitzen? Nein, das ist nicht verboten, ist aber es wird unterstellt, dass sie an einer verbotenen Veranstaltung teilnehmen möchte. Also, ob Sie unterstellen einfach irgendwelche Straftaten. Das ist aber gut. Machen Sie das im Görlitzer Park auf? Machen Sie das im Görlitzer Park auf? Hand in Hand. Guck sie dir an, ja. Ey. Das ist genau Antifa-Klientel hier. Ja. Das ist das dazugehörige Auto hier. Hier? Wo? Ja, ist doch noch. Aha. Kannst du das Nummernschild hier? Ticket zeigen. Ich wollte heute schön kulturellen Klassiker hier machen. Mensch, du wird wieder hinstellen. Oder soll ich das Klima anlassen? Wie lange dauert das noch? Acht Stunden. Ich habe keinen Ausweis dabei, ne? Ach ja, da habe ich ja keine Mitführung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Mein Name ist Linke von der Berliner Polizei und ich werde Ihnen das Folgendes mitteilen. Ihnen allen wird unterstellt, dass Sie an einer verbotenen Versammlung teilnehmen wollten. Echt? Dementsprechend werden von Ihnen allen die Identität festgestellt. Dazu bitte ich Sie, Ihre Personalausweise bereitzuhalten. Im Anschluss daran erhalten Sie für diesen Bereich hier der verbotenen Kundgebung und Versammlungen einen Platzverweis und Sie werden diesen Bereich verlassen. Ich hoffe auf Ihre Kooperation. Danke. Die Daten werden jetzt einfach erstmal nur aufgenommen und sofern sie halt hier nicht mehr angetroffen werden, werden sie danach vernichtet. Ganz einfach. Das ist ja reine Firma. Ja, aber du musst auch irgendwie nach Hause kommen, gell? Und vielleicht muss dann auch hier durchgehen zum Mann. Ja, wenn sie schon kein Vertrauen mehr in die Polizei haben, dann. Ja, ich habe 1-1. Polizei, Notruf Berlin. Zurzeit sind alle Notrufleitungen belegt. Bitte leg sie nicht auf. Guten Tag, hier ist Frank. Können Sie mich hören? Okay. Also, ich bin Frank Michler. Ich bin hier gerade in einem Reisebus auf der Straße des 17. Juni. Ich wollte an einer erlaubten Versammlung teilnehmen. Dieser Reisebus ist jetzt schon mehrere Stunden festgesetzt worden, um angeblich Personalien aufzunehmen. Wegen des Verdachts, wir würden an einer verbotenen Versammlung teilnehmen wollen. Ich möchte aber an einer erlaubten Versammlung teilnehmen. Natürlich. Und uns wurde dann ein Platzverweis ausgesprochen hier für die Straße, zunächst für die Straße 17. Juni. Wir standen jetzt schon eine ganze Weile hier rum. Und jetzt gibt es auf einmal die Ansage, wir dürfen den Bus nicht verlassen. Und der Bus, dessen Busfahrerin auch jetzt eigentlich gar nicht mehr fahren darf, weil sie schon mehr zu viele Stunden gefahren ist. Wir müssten angeblich Berlin jetzt verlassen. Und uns wird hier offensichtlich verwehrt, an einer erlaubten Versammlung teilzunehmen. Und ich möchte jetzt Strafanzeige erstatten gegen BE, also unter anderem gegen BE B1438 und alle beteiligten Polizisten. Also Sie können das ja herausfinden. Die Leute laufen alle hier. Die laufen alle. Hier, die laufen alle. Komm, rausgehen, nein, laufen.
Was wollen die doch? Die wollen jetzt provozieren. Das, wir werden hier der Freiheit beraubt und uns wird verwehrt, unser Versammlungsrecht nach Artikel 8 Grundgesetz wahrzunehmen, und dagegen möchte ich jetzt protestieren und Strafanzeige erstatten. Ruf die Polizei! Ja, ja. Zu welchem Abschnitt? Soll ich bei den Polizisten, die hier uns rechtswidrig festhalten, jetzt Strafanzeige gegen genau diese Polizisten stellen? Ich glaube, die sind dann befangen. Aber wir dürfen diesen Bus nicht verlassen. Uns wird verwehrt, hier diesen Bus zu verlassen. Das heißt, wir sind unter Freiheitsentzug aufgrund des Verdachts. Wir würden an einer Versammlung teilnehmen wollen, auf dieser Straße hier, wo keinerlei Versammlung ist. Das ist doch völliger Unfug. Die Umstände sind, dass hier weit und breit keine Versammlung ist, dort wo... können Sie herausbekommen, wer der Einsatzleiter ist, der diese Okay. Dann können Sie mir kurz Ihren Namen nochmal sagen? Sie sind der Herr Kowalczuk. K-O-V-Czuk. A-L. CUK. Okay, danke Herr Kowalczuk, und ja, ich wünsche Ihnen noch einen guten Dienst. Auf Wiederhören. So, das hat jetzt nicht viel gebracht, die 110 anzurufen. Ich hab... Zumindest hast du es versucht. Okay. Oh, Entschuldigung, ich hab irgendwas von dir kaputt gemacht. Nee. Ja, Entschuldigung. Ja, die müssen aber auch noch bezahlen, wenn sie mitfahren. Ja, aber! Ja, 40 Euro. Entschuldigung, wo werden wir denn jetzt hin entführt? Spontan. Also Sie bringen uns hier gerade irgendwo hin, wo wir nicht wissen, wo das ist, und auch keine Ahnung, ob wir dahin wollen. Das habe ich Ihrer Busfahrerin. Wir fahren jetzt nach Dreilinden, wo nichts ist, das ist im Arsch. Nach Dreilinden? Da schlafen wir. Was sollen wir in Dreilinden? Weiß ich nicht. Wo ist Dreilinden? Das heißt, wir kommen jetzt ins Freiluftgefängnis Dreilinden. Also Übergangslager. Ja. Das war früher der Grenz, ne? Ach so. An alle Polizisten, hört mir 2 Minuten zu. Was geht in euren Köpfen vor bei dem, was ihr gerade tut? Das hat nichts mit eurem Job zu tun, dem Schwur aufs Grundgesetz. Schau ich dabei zu, zerbricht mein Herz, als wird ein Hund verletzt. Ihr habt geschworen, dem Volk zu dienen und nicht es zu verbiegen. Für politische Interessen es unsittlich zu bekriegen. Doch das ist, was gerade passiert. Ihr folgt nur Befehlen, doch ihr werdet staatlich kastriert und bezahlt mit eurer Seele. Ich erzähle, was Sinn macht, wenn ihr zuhört und denkt. Macht euch doch einfach mal bewusst, wen ihr gehört, wer euch lenkt. Berlin, August, 20.000 Nazis am Marschieren. Ihr wisst genau, dass das nicht stimmt. Die Staat
ab, Medien fantasieren. Ein Tag später dann die Antifa, ihr kriegt schwer auf die Fresse. Und die Presse schreibt das auf dieser Querdenkermesse. Sie behandeln euch wie Dreck, als hörlose Eunuchen. Abends Ausgangssperre, tagsüber auf Maskenmuffelsuche. Ich könnte fluchen, versuche mich bewusst zurückzuhalten. Doch ihr degradiert und prügelt sogar Kinder, Frauen und Alte. Was ist los mit euch? Fehlen euch Rückgrat und Eier, dient als Nutten dem Regime. Und das zerpflückt euch wie Freier. Wie geht's weiter? Schnell, denn bald ist eure Zeit vorbei. Es kommt der Punkt, an dem es selbst im kleinen deutschen Michel reicht. Dann brennt die Straße. Bürgerkrieg, ihr gegen das Volk. Guckt, was anderswo geschieht. Ist das wirklich, was ihr wollt? Setzt die Helme ab, legt die Waffen nieder. Demonstriert und bekriegt nicht mehr die, die auch für euch demonstrieren. Für die Freiheit und vor allem auch die Zukunft eurer Kinder. Es liegt jetzt in eurer Hand, noch das Schlimmste zu verhindern. Also schaltet euer Hirn ein, findet eure Menschlichkeit. Die Menschheit ist bereit, euch zu verzeihen, sobald ihr Menschen seid. Die Grenze scheint unüberwindbar, so handelt schnell. Scheiß auf Geld und seid kein Teil dieses Wandels unserer Welt. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt, und zwar wahr. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr Mächtig. Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht, gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt. Die Partei. Sie hat uns niemals geschmeichelt. Es ist ganz wortwörtlich Aussichten. Hi Sebastian, also wir werden hier gerade entführt. Der Herr Neumann hat den Bus gekapert und fährt jetzt den Bus vor die Tore der Stadt, weil halt natürlich unsere Fahrerin auch nicht mehr fahren darf. Weil sie schon ihre Stimmen überschritten hat. Und jetzt, der Bus wird jetzt von dem Herrn Neumann mit 2 Sternen als gelenkt. Es fährt ein Polizeiwagen vorne weg. Es fahren 2 Polizeiwagen hinterher oder nur noch einer, weiß ich nicht. Es sind 4 Polizisten zusätzlich noch im Bus. Wir werden jetzt quasi entführt, und um irgendwo in der Pampa, keine Ahnung, dann irgendwo rausgelassen zu werden. Unser Recht auf Versammlungsfreiheit wird hier mit Füßen getreten. Ich frage ihn nochmal. Entschuldigung, ich weiß, Sie sagen, Sie haben es mir schon ein paar Mal gesagt, aber ich spreche gerade mit dem Anwalt. Können Sie nochmal explizit die Rechtsgrundlage nennen? Entschuldigung, sagen Sie nochmal kurz, was... Ich kann Ihnen doch nicht sagen, was der Polizeiführer gesagt hat. Das weiß ich ja nicht. Ich habe ja nicht mit ihm gesprochen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was er gesagt hat. Wer ist denn der Polizei? Ist nicht vor Ort. Der ist nicht vor Ort. Und deswegen, ich habe das jetzt so nicht mitbekommen, auf welcher Rechtsgrundlage... Das heißt, Sie wissen gar nicht, auf welcher Rechtsgrundlage Sie uns der Freiheit berauben und entführen? Okay, ich setze mich wieder hin. Sie sind auf dem Weg zu einer verbotenen Versammlung gewesen, wobei Sie das gar nicht wissen können, weil es angemeldete Demos gibt, die noch nicht verboten sind. Also wie gesagt, das eine ist hier BE 1437. Er kann mir offensichtlich noch nicht mal sagen, auf welche. Kann ich hier Widerspruch einlegen gegen diese Maßnahme? Macht das irgendeinen rechtlichen Unterschied? Okay. Herr BE 1437, ich lege hiermit förmlich Widerspruch ein gegen diese Maßnahme und artikuliere meinen schärfsten Protest. Ja, er nimmt es zur Kenntnis. BE 1437 sagt, er hat es zur Kenntnis genommen. Verbotenen Demo waren, wenn es angemeldete, genehmigte Demos gibt, das ist ja...
Und der andere ist BE1428 und dann hat noch der Herr Neumann, heißt er, glaube ich, der jetzt den Bus fährt. Kollege BE1437 mir hier ja gesagt, er wisse noch nicht mal, auf welcher Rechtsgrundlage wir hier irgendwohin ins Nirgendwo verbracht werden. Das würde nur der Polizeiführer wissen, der sei aber nicht da, der das angeordnet hat. Offensichtlich in Abwesenheit hat der Polizeiführer hier... Der hat Homeoffice. Ja. Also wie viele Sterne der andere hier hat, weiß ich jetzt nicht. Das ist 14.37. Aber es geht einfach. Wie weit geht denn das noch hier? Also das ist definitiv eine Strecke, die man nicht mehr zu Fuß laufen kann, um zu den angemeldeten und auch den erlaubten Versammlungen zu kommen. Wir haben doch bei Leipzig Festland damit gemacht. Ja, und vor allem in die Bus, das sind ja ganz unterschiedliche Leute. Wir sind aus Marburg, welche, aus Borna, aus Leipzig. Ja? Uns wird jetzt pauschal unterstellt, dass wir alle zur gleichen Versammlung wollen, was auch mal völliger Kokolores ist, weil viele kennen wir gar nicht hier im Bus. Ja? Zum Polizeiabschnitt gehen und dann da sagen, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt es in dem Ort, wo sie uns hin verbringen, gibt es da eine Polizei sicherlich? Also hier gibt es McDonald's auf jeden Fall. Ja, vielleicht können Sie uns dort am Verbringungsort direkt bei einer Polizeidienststelle absetzen. Ich kenne die Örtlichkeit selber nicht. Ja, aber Ihr Chefe wird das sicherlich kennen. Ich kann Ihre Frustration zum Teil ein bisschen verstehen. Hallo? Ich möchte Ihnen kurz erklären, was jetzt weiterhin passiert. Sie erhalten jetzt alle hier durch die Polizei Berlin einen Platzverweis für das Land Berlin. Das stellt eine. Lassen Sie mich bitte ausreden, damit Sie mich auch alles verstehen. Dieser Platzverweis gilt bis heute 23.59 Uhr. Sie stellt einen Verwaltungsakt dar. Sie können dagegen Widerspruch einlegen. Was wir hiermit sofort tun. Ja, der hat allerdings keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, Sie können dagegen vom Verwaltungsgericht klagen. Aber das wird jetzt nichts daran ändern, dass Sie jetzt hier sind und diesen Platzverweis erhalten haben. Kommen wir von hier weg. Ich habe vernommen, dass Sie gerne Anzeigen gegen die beteiligten Polizeibeamten stellen möchten. Das steht Ihnen natürlich frei. Ja. Können Sie mir Ihren Namen kurz sagen? Das liegt daran, dass wir jetzt hier sind und an unsere Maßnahmen und an Ihrem Platzverweis. Wie kommen wir von hier weg? Die Frage ist, wie komme ich von hier weg? Ich will hier keine Wie kommen von hier weg? Hast du es gehört gerade? Sebastian? Alter Schwede, ey. Du hast es live gehört. So. Die polizeiliche Prognose, dass Sie an einer Versammlung teilnehmen möchten. Nein, das ist die Not, die Demos, und dann dürfen wir teilnehmen. Unsere Prognose ist, dass Sie an der richtigen Kerzendienst Nummer 12474. Ja, also die Leute sind halt sehr aufgebracht jetzt. OV32 ist das Polizeiauto an der Seite und hinten B30125. Mit dem Ding fährt er jetzt weg. Wo sind wir jetzt hier genau und was ist uns jetzt erlaubt und was ist uns jetzt verboten? Wie in Kleinhafno? Kleinmachno. Was genau gilt jetzt für uns und auf welche Reste? Irgendwie war vorhin was von einem Platzverweis für das ganze Bundesland Berlin die Rede? Richtig, zumindest in dem Veranstaltungsraum, wo die Demonstration war in Berlin. Also doch nicht für ganz Berlin. Das heißt, wenn wir jetzt nach Berlin fahren würden auf eine erlaubte Versammlung, dann wäre uns das erlaubt? Nein, das ist nicht gesagt. Nee, aber was ist denn gesagt? Also was dürfen wir jetzt und was dürfen wir nicht? Ich weiß es nicht. Nee, Sie müssen uns doch sagen, was wir dürfen und was wir nicht also dürfen. Ich bin doch gar nicht der Einsatzleiter. Ich habe doch gar nicht die Informationen vom Einsatzleiter. Das müssen Sie doch mal verstehen. Warten Sie, also hier der Herr 48, der 48, da ist doch noch ein Kollege vorne. 316 mit 3 Sternen sagt, er sei nicht der Einsatzleiter. Und er kann uns gar nicht sagen, was uns jetzt erlaubt ist und verboten. Okay. Sie sind ja alle nur Nummern, da fällt es ein bisschen schwer zu wissen, wer überhaupt Verantwortung hat. Ja. Wir haben ja nur begleitet, wir sind ja gar nicht die Entscheidungsträger. Ja, okay.
Okay, verstehe ich. Sie waren nur der Begleitschutz. Ja. Die Antwort zu einfangen und dann stehe ich heute Abend noch das wird alles über Ihren Reiseveranstalter geklärt. Nicht wir haben Sie in die Situation gebracht, sondern Sie sich selber. Was? Der Herr Neumann hat gerade gesagt, nichts. Den haben wir bestimmt nicht. Was? Können Sie mir bitte jetzt mal offiziell sagen, was ich heute noch darf und wo? Bitte schön. Ich möchte das jetzt. Und im Übrigen... Sie können Ihren Weg fortsetzen. Es wurde Ihnen mehrfach erklärt. Wohin? Nach Berlin? Sie dürfen sich bewegen, wohin Sie wollen. Sie dürfen nicht an den Demonstrationen teilnehmen gegen die Corona-Maßnahmen, weil das wurde Ihnen gegenüber verfügt. Aber das heißt, Sie dürfen an Demonstrationen für Corona-Maßnahmen teilnehmen. Die werden Sie heute, glaube ich, in Berlin nicht finden. Aber natürlich. Es gibt eine Zero-Covid-Demonstration. Da würden wir gerne hingehen. Wir haben viel Spaß dabei. Aber das heißt, wir dürfen wieder nach Berlin fahren. Richtig? Ich wurde alles hinlänglich erklärt. Ich weiß nicht, was Ihnen genau jetzt gerade erklärt worden ist, aber die Kollegen waren lang genug mit Ihnen zusammen. Daran sieht man, jeder hat was anderes erzählt. Und jeder hat gelogen. Vor allem, mir persönlich wurde es noch nicht. Die nächste Variante erklären, so wurde es mir mitgeteilt, dass Sie jetzt hier mit dem Bus, es geht schwerpunktmäßig, wir haben uns um den Bus gekümmert und um Sie kümmern wir uns nicht, weil Sie sind die Fahrgäste. Das ist jetzt das Problem der netten Busfahrerin. Gönnen Sie ihr ein wenig Ruhe. Der Bus war unser Problem. Ich danke Ihnen deswegen Begleitschutz und Verkehrsdienst. Okay. Ich kümmere mich um Busse. Überlegen Sie, bitte, was Sie hier gesagt gerade. Ich habe gesagt, dann nehmen wir an einer Demonstration für Corona-Maßnahmen teil, dass das da würden Sie nicht finden. Ja, stimmt aber nicht. In der Liste, da gibt es eine No-Covid-Demonstration. So, die machen sich jetzt aus dem Staub. Die machen und sagen quasi, niemand ist zuständig, wir haben nur den Bus begleitet, beschweren sich bei ihrem Reiseleiter. Alter Schwede! Was geht denn hier ab? Alter Schwede, ey. So, jetzt hier der andere Einsatzwagen. Der fährt jetzt die anderen Schergen heim. Unter Applaus der verfrachteten Businsassen. So. Alter Schwede. Ich sag mal, wenn du das in ein Buch schreiben würdest, das glaubt dir doch keiner. Doch lässt sich keine blicken. Die Flasche Wein steht unterm Tisch, vom Ofen kommt der Zug.